Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr da seid. Ich bin's, euer Sly. Und ja, den Startbildschirm habt ihr jetzt gerade verpasst. Aber ihr seht da unten, da läuft der Ladebalken. Das heißt, ich habe das Spiel neu gestartet. Also für euch wahrscheinlich gestern oder vorgestern. Und für mich schon wieder eine ganze Woche. Das war nice. Ich habe ausprobiert, ob das Spiel auch auf mein Steam Deck läuft. Ja, läuft es, macht aber noch Fehler. Ich hoffe, dass sie das bald gefixt kriegen, weil den ersten Tag kannst du auch wunderbar auf dem Steam Deck spielen. Es wäre halt ganz nice, gerade was das Farming angeht, wenn ich später Komponenten brauche, dass ich die mir einfach über Steam Deck dann nachher mal in die Bereiche gehe und mir die Gegner da zurechtschieße, die Teile. Das wäre schon nice. Das wäre schon nice. Aber ja. Oh, das Shadern braucht am Anfang doch länger als erwartet. Guck mal, ich hätte ein paar Sekunden später starten können. So, aber jetzt sieht's gut aus. Ach, sieht immer noch gut aus. So. So, hier oben haben wir alles entdeckt. Soweit. Unsere nächste ist das hier und das hier. Quest. Wir machen natürlich erstmal die Dornrücken. Okay, alles klar. Ab geht's. Oh, in dem Turm da oben waren wir das letzte Mal. Ich entsinne mich. Aufpassen. Tust du endlich auch mal was, statt nur darüber zu reden? Oh, mach dir keine Sorgen deswegen. Wenn nur jemand diesen dämlichen Alven Verstand ein. Ach, kriegen wir alles hin. Ja, das sind die blöden Puppen. Genau, wir waren das letzte Mal in diesem Turm hier, ne? Einige Stürmer hier, okay. Aber ganz ehrlich, wir sehen hier den Eingang. Da wird das dann wahrscheinlich an der Seite vorbeigehen. Wir könnten hier über den Berg rüber und dann das. Das ist halt wieder wahrscheinlich so ein Ding da oben. Gehe ich ganz stark von aus. Dann ignorieren wir einfach die Stürmer, die wir an der Seite haben und gehen hier oben lang. Ja. Ihr könnt das alle ein bisschen sass finden, das ist für mich vollkommen okay. Ich habe ja so ein gutes Lager. Guck mal, hier oben. Ne, wenn die Sau schon so da lang läuft. Sorry, also wenn die. Wenn die schon so nah läuft, die Sau. Was soll ich denn da machen? Dann kann der sich mal bitte verziehen? Der alte Stressbär. Okay, auch interessant. Also eigentlich müsste man ja normalerweise an der Seite da lang klettern können. Aber er zeigt hier nichts zum Klettern an. Normalerweise hast du dann ja immer hier so einen gelben Punkt, wo du rein klettern kannst. Aber that's not the way to go. Okay, interessant. Hier oben ist auf jeden Fall nochmal was. Wir gehen erstmal weiter. Es gibt genug zu erkunden. Vor allem auch dieser Turm da oben. Das ist auch sehr interessant. Eigentlich. Ah, hier vorne ist aber ein Feuer. Ich nehme das Feuer mit. Plus, dass ich hier wie eine Art Steinbruch. Osterrahmen hey, habe. Mädchen, halt! Es ist zu gefährlich!
Du willst mir nicht wirklich sagen, was gefährlich ist und was nicht, oder? Was ist denn hier zu gefährlich? Erstmal, ah, guck mal hier. Ein Feuer. Kann ich nicht mal anmachen, toll, weil ich wahrscheinlich irgendwie doof bin. Bleib zurück, die bringen dich um. Das ist der falsche Tag für eine Besichtigung. Kann ich mit dir nicht reden? Das ist sehr nah. Ah, fuck it. Fuck it! Ein Bild aus der alten Welt. Sieht wie eine Art Gebäude vor steilen Klippen aus. Das Bild ist unvollständig. Aber wenn ich es am Aufnahmeort ausrichte, kann mein Fokus vielleicht die Lücken füllen. Folge deinem Fokus auf Karte, um rauszufinden. Eine Brücke, ein Haus, Stein. Irgendwas sagt mir, dass es das da ist. Aber irgendwas sagt mir auch, ich habe ein Problem. Ach, warte mal, hier ist der Aussichtsturm. Okay, das wird also hier sein. Ja, ich werde... natürlich da erstmal speichern. Gern geschehen, ich helfe euch immer wieder gerne. Die Spule ist jetzt in mein... Schalte Spulenplätze für deine Waffe frei. Achso, ich habe irgendeine Spule gefunden, nice. Kümmern wir uns gleich drum. Ich muss hier mir das Haus anschauen. Sieht aus, als wäre das Gebäude auf dem Bild in der Nähe eines Flusses. Vielleicht gab es früher eine Brücke in der Nähe. Ich würde meine Beine gern wieder spüren. Ah! Eine Ruine aus der alten Welt. Da drin findet sich bestimmt was Interessantes. Aber... wir holen dich raus, keine Sorge. Eine Brücke. Ich meine, das sieht nach dem Haus aus. Diesen Schrotthaufen von mir runterholen? Sobald wir wissen, wie. Ist das eine Quest? Habe ich eine Quest hier? Jetzt bin ich kartentechnisch gerade irritiert. Ist das hier eine Quest? Ich sehe nichts. Erkunde die Ruinen. Ah, ich muss ihn befreien. Okay. Na komm, schieb die Füße weg, Junge. Wir sind dir sehr dankbar. Dankeschön. Nur Aloy. Aloy reicht schon. Retterin ist auch okay. Erwähnt, dass Titel nicht dein Ding sind. Nein. Ihr seid Gardisten. Wir begleiten Wardis wertvollen Hintern zur Gesandtschaft. Wenn wir diese Dornrücken loswerden. Wir sollten Kettenkratz im Auge behalten. Dann tauchten diese Viecher auf. Den ersten habe ich schnell erledigt. Aber ich konnte nicht rechtzeitig ausweichen, als er fiel. Ich habe dir gesagt, dass du vor einem Einsatz nicht so viel essen sollst. Ich sollte jetzt wohl mal los. Wisst ihr, wo ich Erend finde? Der Hauptmann verfolgt ein paar Dornrücken weiter westlich. Folge einfach den Flüchen, dann findest du ihn. Mehr Zusatzinfo. Und wenn du unterwegs auf Dornrücken triffst... lass ich keinen auf mich drauf fallen. Vielleicht willst du ein paar hiervon mitnehmen? Sind recht praktisch im Kampf. Was gibt's?
Danke. Mach's gut, Aloy. Rauchbomben. Sieht aus, als wäre das Gebäude auf dem Bild in der Nähe eines Flusses. Vielleicht gab es früher eine in der Nähe. Muss mir durchreden. Na los, bringen wir die Maschinenkadaver nach Kettenkratz. Das wird ein Spaß. Oh. Na, das ist doch never ever hier, oder? Nein. Ich sollte eine andere Stelle. Oh, mein Fokus hat das Aussichtspunktbild verloren. Ich habe mich zu weit wegbewegt. Was soll ich machen, wenn die Sau da einfach rumläuft? Musst du mitnehmen. Wir wissen das Spiel hin. Es hilft alles nichts. Ich brauche das. Man möge mich hier reinlassen. Na, geht doch. Okay, was haben wir hier drin? Weißt du, ich kann es einfach mal von innen drin erkunden. Das ist auch nicht so schlimm. Okay, ich muss noch mal ein bisschen mehr ziehen. Offenbar braucht man für die Tür eine Art Schlüsselmodul. Vielleicht ist eins in der Ruine. Ach, komme ich darüber? Guck mal an, das sieht doch gut aus. Vorratskisten nehmen wir immer gerne. Da macht man nie was falsch mit. So. Gehen wir hier vorne ein bisschen auf die Seite. Ach, schade. Okay. Hätte sein können. Dann gehen wir regulär den Weg. Aber manchmal hat man ja so Glück und man kann sich so einen Weg durchsneaken. Das hatte ich letztens bei Outer Wilds genauso, dass ich mir da so einen Weg durchgesneakt hatte. Und gesagt habe, das hätte eigentlich nicht sein dürfen. Hier gibt's Daten. Lecker Daten. Neuer Notizbuch, die lesen wir uns nicht durch. In den Daten ist ein Code für die verschlossene Tür. Aber ich brauche noch ein Schlüsselmodul. Eine Kiste. Die sollte hilfreich sein. Ah doch, die kann ich ziehen. Sehr gut. Guck mal, da war ich jetzt gerade unschlüssig, ob das geht. Wo kannst du sagen, willst du mich jetzt verarschen, dass ich da nicht durchgekommen wäre? Ah, wäre ich jetzt auch tatsächlich ein bisschen traurig gewesen. Weil, obviously, ist das der Plan, dass du wieder so vorbeikommst. Ich finde, ich könnte ein bisschen mehr Pfoff gebrauchen. Vielleicht bin ich auch gerade der Einzige, der das sagt. Krass. Endlich mal ein bisschen weiter weg. Ah,
I like. Okay. Ein bisschen weiter weg klappt mir nämlich, glaube ich, gut. Ich fühle mich jetzt zumindest vom Pfaff her gesegneter. Gesegneter ist auch ein schöner Begriff dafür. Hm. Ah. Ich wette, das war nicht die Lösung, die ich da angewählt hatte. Irgendwas sagt mir, war the wrong way. Aber hey. You're gonna find out. Okay. Ich muss einen Schlüssel für die Tür finden. Da wollten wir das gar nicht so machen, aber hey, ich sah auch nicht nein. Kann ich die Wand jetzt einreißen wahrscheinlich, ne? Dachte ich mir schon fast. So, dann kann ich das Ding hier wahrscheinlich durchschieben. Der Vogel triggert mich hart. Ist die Frage, kann ich das Ding hier durchschieben? Das wäre funny. Ja, das meine ich. Das sind wieder so Momente, wo ich mir denke, so. Das ist. Ein Schlüsselmodul. Bestimmt niemals so gedacht gewesen. Bestimmt irgendwie anders zu lösen. Aber hey, wir haben es so gelöst. Also daher. Passt das schon? Also ich habe damit wenig Probleme. Ich weiß nicht, wie es mit euch aussieht, aber ich bin damit. Okay. Wo geht's hier wohl hin? Mhm. So wären wir da übrigens hingekommen. Nur mal zur Vorwarnung. Ei! Was ist das da? Schrotthaufen. Okay. Ich gehe nicht davon aus, dass mich hier nachts irgendwas überfallen wird. Hä? Achso, ich wollte gerade sagen. Warum kann ich hier lang gehen, wenn da nichts ist? Das ergab keinen Sinn für mich. Jetzt schon. So, etwas mehr Licht hier unten. Nu? Na, ihr habt den Schlüssel, ne? Mir kann eigentlich relativ vieles egal sein. Sagte er und kam hier nie wieder hin. Oder er glitscht sich seinen Weg wieder hoch. Das ist der Nachteil. Das war bestimmt nicht so gedacht. Aber hey, wer einmal hier rauskommt, kommt auch ein zweites Mal hier wieder raus.
oder steckt für immer fest. Zack, ist er raus, der Sly. Als wäre nie was gewesen. Top! Wir machen die Tür noch, oder? Komm, die 2-3 Minuten extra, die haben wir noch. Check jetzt gerade noch, ob ich vielleicht hier ein kleines... Das ist eine Wildsau, die will ich nicht. Fuck, die will ich auf jeden Fall. Das sind zwei etwas schwer zu bekommende Loots. Okay, wenn die Sau mir halt so vor der Nase läuft, dann kannst du auch nichts machen. Wo der andere Loot jetzt ist, weiß ich nicht, aber... Ah, das muss ich halt echt mitnehmen. Gerade wenn ich sie sehe, die kleinen... Die sind wirklich Gold wert. So. Ah, das Spiel aber Glück gehabt. Jetzt wollen wir noch wissen, was da drin ist. War natürlich keine Absicht. Dass ich euch jetzt hier rauszögere, hat nichts damit zu tun. Aber das Spiel neigt. Boah, seht ihr, das neigt dazu, mich abzulenken mit solchen Dingen. Ich bin wohl zurück in Reichweite des Aussichtspunkts. Ich kann versuchen herauszufinden, wo das Bild gemacht wurde. Hm. Oder wir holen uns jetzt erstmal hier die lustige Tür. Okay. Mal sehen, ob der Schlüssel passt. Na, Schlüssel. Immer rein da. So. Man braucht wohl auch einen Code. Ach. Vielleicht helfen mir die Daten, die ich gesammelt habe. Woher soll ich denn jetzt nochmal wissen, welche Daten das waren? Ja, toll. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Sly. Ciao.